Moin, liebe Ilus, wir sind heute wieder unterwegs für die Serie Weihrauch überall. Heute auf dem Kramermarkt. Und wir haben jetzt gleich ein Interview mit dem Vorsitzenden des Schaustellerverbandes Oldenburg, Herrn Hempen. Und ja, ich gehe einfach mal los. Herr Hempen sitzt hier drin und wir gehen auch mal hin. Moin, Herr Hempen. Schön, dass wir Sie einmal stören dürfen. Sie sind Vorsitzender des Schaustellerverbandes Oldenburg. Richtig. Und wie sind Sie dazu gekommen? Das hat bei uns Tradition. Mein Onkel war schon Funktionär, mein Vater Funktionär und ich bin auch wieder Funktionär, aber mein Cousin ist auch Funktionär. Wir Hempen, uns liegt das Verbandsleben so ein bisschen im Blut. Also in der Familie. Und Sie sitzen jetzt hier in diesem Häuschen. Das machen Sie ja wahrscheinlich nicht das ganze Jahr. Was sind denn sonst noch so Ihre Aufgaben? Was machen Sie denn sonst noch so? Ja, wir sind ja Schauspieler seit vielen, vielen Generationen. Doch in der Saison sitze ich meistens hier in diesem Häuschen an meinem Automatenbetrieb. Aber hier in Oldenburg habe ich dann die ehrenvolle Aufgabe, mich auch um das Verbandswesen kümmern zu dürfen. Und hier in Oldenburg ist das so, die Zulassung für die Geschäfte macht die Stadt. Und in Kooperation wiederum mit der Stadt übernimmt der Oldenburger Schauspielerverband die Werbung. Weil das eben so ein Fachgebiet von uns ist und wir auch am besten wissen, wie wir uns dort darstellen können und verkaufen können. Und deswegen habe ich also sehr viele Tätigkeiten hier, die Zeitreise dort mit aufzubauen, den Kollegen hier Rede und Antwort zu stellen über gewisse Werbemaßnahmen oder wo kann man hier in der Stadt was machen, weil die kommen ja aus ganz Deutschland hierher. Und deswegen ist das schon eine sehr häufig benutzte Position, die des ersten Vorsitzenden. Ja, schön. Und was würden Sie sagen, was macht den Kramermarkt so besonders in Oldenburg? Dass es nach wie vor ein Familienfest ist und familiär geprägt ist. Und das ist das Wichtige. Man hat hier also wirklich Neuheiten, aber auch das Altbekannte und Bewährte ist hier, was der Oldenburger auch wirklich sucht und auch vorfinden möchte auf seinem Kramermarkt. Weil hier feiern die Oldenburger und ihre Gäste und wir Schauspieler sind in Wirklichkeit nur Rampenlicht dabei und das gehört sich auch so. Und den Kramermarkt gibt es jetzt ja nicht erst seit 10 Jahren, sondern den gibt es schon Jahrzehnte. Was würden Sie sagen, hat der sich irgendwie weiterentwickelt oder wie ist die Entwicklung vom Kramermarkt in den letzten Jahren? Ja, also den Kramermarkt gibt es schon 411 Jahre, also seitdem uns Graf Anton Günther die Marktrechte verliehen hat. Entwickelt hat er sich immer, weil Schausteller waren immer schon Pioniere. Die erste Werbung, der erste Arzt, die erste Medizin, das erste Bargeld, alles wurde auf Volksfesten zum ersten Mal dargestellt und hat dort auch seinen Ursprung. Aber heute, wenn man sieht, die Karussells oder auch die Großanlagen wie Dr. Archibald oder die Wilde Maus XXL arbeiten mit Brillen, wo man also nebenbei noch Filme schauen kann in einer virtuellen Welt. Also ich möchte sagen, dass wir uns in der Beziehung um die Schaustellerei keine Sorgen machen müssen, weil es gibt so viele verrückte Ideen und so viele Menschen, die es auch ausprobieren möchten, dass ich denke, dass wir da sehr gut aufgestellt sind. Sehr schön. Mit der Wilden Maus sind wir gerade auch schon gefahren, die ist cool. Jetzt befinden wir uns ja mitten in Donnerschwee. Sie haben mir gerade schon erzählt, Sie sind Donnerschwer Junge. Sind hier also früher aufgewachsen? Was verbinden Sie ja mit Donnerschwee oder was schätzen Sie an Donnerschwee? Also ich bin hier damals aufgewachsen, noch eingeschult worden und zwar in der Donnerschweer Straße 407 hinter einer Gaststätte, die hieß Siebels. Und da haben also meine Eltern ihr Winterquartier bezogen. Gegenüber war noch eine Brauerei, das werden die älteren Oldenburger noch wissen. Mit dem Gelände hier verbinde ich natürlich ganz klar die Weser-Ems-Halle, weil das war für uns immer Knotenpunkt als Kinder hier zu spielen, mit den Abfahrten hier runter, hier hinten mit den Wäldern. Also wir kennen uns hier oder kannten uns hier alle 100% aus, weil wir haben hier zweimal im Jahr gastiert. Da gab es dann noch einen Ostermarkt und natürlich auch den großen Kramermarkt. Und Oldenburg ist halt meine Heimatstadt, aber Donnerschwee ist natürlich dann von Kindesbeinen immer der Punkt gewesen, wo wir uns am meisten aufgehalten haben. Ja, jetzt wollen wir Sie auch gar nicht mehr lange aufhalten hier, aber ich habe noch eine Frage. Erzählen Sie uns doch mal die lustigste Anekdote vom Kramermarkt, die Sie gerade so im Kopf haben, die Ihnen sofort einfällt, spontan. Die lustigste? Ja. Das ist momentan sehr schwer, weil ich ja meistens unter Stress stehe. Aber ich muss sagen, es gibt viele, das Lustigste, das Schönste, sagen wir so, am Schönsten könnte ich sofort sagen, es gibt kein Gewerbe, was so schön sein kann wie die Schaustellerei, weil wir sofort Menschen zufriedenstellen können. Und ich habe die Chance, den ganzen Tag in strahlende Kinderaugen zu schauen. Und das ist wirklich ein Job, der hervorragend ist. Das klingt schön, ist auch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass wir Sie einmal stören durften. Aber natürlich. So, ihr Lieben, das war heute ein etwas anderer Dreh für die Serie Weihrauch überall. Der Kramermarkt steht wie nichts anderes für Donnerschwee und deshalb waren wir heute hier. Wir hoffen, euch hat's gefallen und bis bald.